Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur heutigen Sendung Pferde, Jockeys, Emotionen. Es ist heute der 11. Renntag der Sommer-Herbst-Saison. Auch wir haben heute eine Führung gehabt mit vielen, vielen Leuten, die auf den Pferderennplatz gekommen sind. Ich habe heute einen Gast bei mir. Es ist der Obmann des Südtiroler Haflinger Pferdesportvereins, Zöckeler Christoph. Herzlich willkommen. Dankeschön, auch an euch ein herzliches Dankeschön, dass wir immer hier auf dem Pferderennplatz sein dürfen. Ja, Christoph, es freut mich, dich hier zu haben. Wir schauen uns jetzt einmal die Führung an heute. Auch sehr viele Leute. Schauen wir uns mal an, wie es gegangen ist. Wir sind mit Frau Claudia. Heute ist ja die Besichtigung von unserem Pferderennplatz. Wie hat sie gefallen? Ja, es hat mir sehr gut gefallen. Ich finde es sehr beeindruckend, die Hürden zu sehen, sage ich jetzt mal, die Höhe der Hürden. Wenn man das zu Hause mal am Fernsehbildschirm verfolgt, kommt einem das alles viel niedriger und viel leichter vor. Und das fand ich eben sehr beeindruckend. Und ich muss sagen, die Anlage hier ist ja sehr prägnant für die Umgebung. Wenn man hier wandert und man blickt ins Tal, man sieht immer die Pferderennbahn. Und dann ist es auch mal schön, wenn man die mal besichtigen kann und sich hier aufhalten kann und auch mal ein Rennen verfolgen kann. Erste Mal, dass Sie waren hier Meran und erste Mal vielleicht in den Pferderennplatz? Hier am Pferderennplatz bin ich zum zweiten Mal und in Meran war ich schon öfter und habe ja schon öfter Urlaub gemacht mit meinem Mann. Und wir wünschen Ihnen ein schönes Vergnügen hier in den Pferderennplatz. Dankeschön, Dankeschön. Ja, wir haben gesehen, auch heute wieder viele Leute bei der Führung. Und heute haben wir ein Haflingerrennen auch. Mit 10 Teilnehmerinnen. Christoph, wir werden darüber sprechen. Jetzt schauen wir uns dieses Rennen einmal an. Evelyn, du warst gerade hier bei der Prämierung des Rennens der Haflinger Pferde. Bist heute zu uns auf die Rennbahn gekommen. Du bist Weltmeisterin im Rodeln auf der Naturbahn und hast viele, viele Preise gemacht, Weltmeisterschaften. Und jetzt vielleicht einige Eindrücke hier von der Prämierung. Ja, es ist voll schön. Also es ist schön zu sehen, auch mal als Sommersportler mit ihren Rissen. Man sieht die Nervosität auch, wie man es selber oft hat. Und ja, es ist ein schönes Gefühl, mal andere Leute zuschauen zu können. Und es ist eine schöne Atmosphäre da im Rennen. Okay, danke dir. Wir sehen uns dann noch später heute beim heutigen Tag, wo du als Ehrengast hier auf der Pferderennbahn bist. Danke. Dankeschön. Christoph, wir haben uns dieses Rennen jetzt mal angeschaut. War ein sehr interessantes Rennen. Ein Finish wie aus dem Bilderbuch mit Bizarra Hau und Zarina. Ja, zwei haben sich abends alles gegeben. Christoph, wie hast du das Rennen, das Haflingerrennen gesehen? Ja, es war heute sehr, sehr gut, weil wir haben auch einen sehr guten Boden gehabt. Das letzte Wochenende war ein bisschen schwerer Boden, aber das Rennen im Großen und Ganzen relativ gut verlaufen. Das Finish war, sagen wir mal, grandios. Die haben es wirklich um den Sieg gekämpft und ist eigentlich alles super über die Bühne gegangen. Ja, wir werden natürlich noch weiterhin dann über die Haflinge reden, die ja am nächsten Sonntag ja wieder hier sind, aber auch dann beim Großen Preis oder am Vortag des Großen Preises. Jetzt schauen wir uns aber ein Vollblutrennen an, schauen den Preis Hotel Paradies. Ja, Preis Hotel Paradies, ein Rennen wie aus dem Bilderbuch, würde ich sagen, für Pasito. Wie hast du es gesehen? Ja, super. Die 1009 liegt ihm jetzt. Er ist nicht mehr das jüngste Pferd. Und die 1009 liegt ihm einfach. Letztes Mal war der Boden nicht so super. Diesmal war der Boden auch super geeignet für ihn. Und mit dem Dani als Reiter, super, hat alles gepasst. Okay, danke schön. Alles Gute weiterhin. Dankeschön. Danke. Christoph, auch du hast dir dieses Rennen angeschaut, dieses Flachrennen. Ja, ein paar Worte über dieses Rennen, wie du es gesehen hast. Der Preis Hotel Paradies über die 1900 Meter, die kurze Bahn, war ein sehr schönes Rennen. Gewonnen hat Pasito von Bernardi Daniele, gefolgt von Buffera, Fioretti,
Und den dritten Platz hat Live Simple bis Bondi erreicht. War ein sehr schnelles Rennen auch und wir haben es gesehen. Aber jetzt schauen wir uns das nächste Rennen an. Ein höher dotiertes Rennen, Preis Hotel Rössel. Und schauen wir uns dieses Rennen einmal an. Stefan, wir haben es gesehen. Hotel Rössel, Rabland, jetzt das Rennen. Sky Constellation natürlich hatte das Höchstgewicht, aber ist trotzdem ganz vorne. Der Sieger hieß Edinson von Eichner, aber Sky Constellation natürlich einen dritten Platz auch gut. Wie siehst du, hast du das Rennen gesehen? Ja, Sky Constellation, sicherlich das Gewicht und auch die Hitze, die Temperaturen sprechen nicht für ihn. Vielleicht in 2-3 Wochen, das nächste Rennen, wird er vielleicht sicherlich besser laufen. Und für einen großen Preis sind wir zuversichtlich. Wir haben ein sehr gutes Pferd. Schauen wir, was passiert. Wir lassen uns überraschen. Ja, Stefan, danke schön, alles Gute und wir sehen uns beim großen Preis hier auf dem Pferderennplatz. Auf jeden Fall. Danke, danke. Wir haben es gesehen, ein sehr knappes Rennen war es dann auch. Edinson mit Ratoquil für Eichner, der ein großartiges Rennen gemacht hat. Und du hast dir auch dieses Rennen angeschaut. Schauen wir mal, wie es gelaufen ist. Es war das Rennen Hotel Rössel. Eine 3300 Meter lange Piste, eine Achterbahn. Es war ein sehr, sehr schönes Rennen mit Edinson von der Scuderia Eichner. Nicht gefolgt von Moved von der Scuderia Favaro. Mhm. Und ja, und eben der dritte wurde Sky Constellation, der eben vom Hotel Rössel ist und ja, dritter geworden. Aber ein gutes Resultat für das Hotel Rössel. Und es war ein sehr schönes Rennen, ja. Ja, Christoph, ich bedanke mich, dass du zu mir gekommen bist heute. Wir haben ein bisschen über die nächsten Rennen geredet. Das werden wir sehen. Also nächster Renntag das Haflinger-Rennen mit den Dreijährigen. Mhm. Dann natürlich der Vortag des großen Preises. Heute hatten wir auch eine Rodelweltmeisterin hier, die auf dem Pferderennplatz gekommen ist. Evelyn Landtaler aus dem Wasseiertal. Ich sage für heute Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal am 17. September das nächste Rennen an. Ich sage dir Dankeschön, schönen Abend, Wiederschauen. Dankeschön, Wiederschauen. Martone. Abbigliamento ed accessori per uomo e donna. Amerano.